Nun geht's weiter mit dem zweiten Part des Let's Plays. Und hier habe ich erstmal Kürbisse. Ganz nett hier. Also die Kürbisse, die kann ich hier direkt mal abbauen. Also schon mal ein paar davon. Jetzt dürfte es auch ein bisschen flüssiger laufen hier. Kann mehr FPS haben. Da ab und zu leckt das, ich weiß auch nicht warum. Wir sind jetzt hier am Runtergraben. Ich habe jetzt das Eisen gebraten. Oder, oder geschmolzen. Muss mir erstmal noch Sticks an der Eisenspitzhacke, damit ich das durch das Gold und das Redstone durchdringen kann. Und dann könnte ich eigentlich diesen hier direkt drei Blöcke breit machen. Weil da vorne Gold ist, muss ich erstmal tiefer graben. Muss den noch wegmachen. Also ich werde sozusagen jede Schicht dann sozusagen machen. Na, ich bin ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht warum. Gegen diese Lecks, weil sie auch nicht gegen sie kommen. Ich habe ja schon ein bisschen die Grafikeinstellungen jetzt vor dem Auf oder vor der Aufnahme jetzt mal geändert. Das ist dann so. Aber ich würde eigentlich machen, dass man mit einem Gold, dass man Erze mit einer oder sonstige Blöcke mit einer Glücksspitzhacke, dass man da auch mehr als die einfache Menge bekommt. Muss ich mit einer Eisenspitzhacke durch. Was ich mal als Idee hätte, wäre mal, dass ihr euch mal sagt, oder dass ihr euch mal fragt, oder mir sagt, aus welchem Material ich Haus bauen soll, oder ein Haus. Also entweder aus Kohle, Eisen, Gold, Redstone, Diamant oder Lapis Lazuli. Hat den Erfolg Diamanten erzielt. Das sind die Diamanten, das heißt diese Diamantschicht. Ich hab mich beim bis zum Bedrock runter. Wir kriegen ein bisschen mehr Erfahrung. Und alle 5 Level kommt dieses Geräusch. Klingt das so ein bisschen anders. Alle 5 Level kommt das. Ich dürfte bald auf Lapis Lazuli treffen. Wenn ich mich durchgegraben habe, dann kann ich auch. Also in dem Feld ist davon, könnte man ihr auch sagen, ob ich vielleicht auch die Diamanten an der Oberfläche machen kann, dass man dadurch erst durch die Diamantenschicht irgendwie durchkommen muss, um an Kohle ranzukommen. Das macht es anfangs schwieriger, aber. Jetzt auch für 14. Kann ich alles mit Stein wieder abbauen. Lapis Lazuli kann man, oder braucht man bei Verzauberungen. Aber jetzt braucht man nicht mehr so viele Experience Level. Und wieder ein 5. Da habe ich hier einfach mal bis zum Bedrock runter. Dann gleich das Bedrock.
Mit Lapis Lazuli hier. Da ist Bedrock. Aber wo ist denn, was sonst denn noch Bedrock? Der Höhe ist noch Bedrock. Will ich erstmal damit die Steinspitzhacke aufbrauchen, mit dem Lapis Lazuli Abbau hier. Habe ich den Inventar, was ich nicht so unbedingt brauche? Bruchstein, das kann ich hier damit zubauen. Erstmal das wieder Diamantspitzhacke aufbrauchen. Die Lapis Lazuli brauche ich aber niemals. So 6 Minuten Aufnahme. Also ich brauche noch so lange Lapis Lazuli ab, wenn die Steinspitzhacke verbraucht ist. So, mit der anderen Steinspitzhacke könnte ich vielleicht einen Raum freigraben, also unter meinem normalen Haus. Dass ich dann sozusagen das Lager aufwende. Hier ist Lapis Lazuli, ist das ganze Diamant. Wenn ich mich hier durch herumgrabe, habe ich die ganzen Diamanten. Die überlappen sich hier dadurch nicht so wirklich. Hier ist das ganze Redstone, hier ist zu dunkel. Habe ich irgendwie die Fackel beim Redstone vergessen. Hab schon 23 Experience Level. Hier ist das ganze Gold, hier ist das ganze Eisen. Da ist die ganze Kohle. Und weiter oben ist nichts. Wo man noch an die Fläche Erde oder Granit an die Diorit und Kies, dann könnte man noch viel weitere machen. Aber ich wollte nicht hier ganz viel Erde oder Granit haben. Erstmal muss ich mir ganz viele Truhen herkraften. 8 Truhen hier. 22 Eisen ist fertig, dann kann ich ja jetzt mal. Wohin soll denn der Lagerraum? Es ist tagsüber draußen. Wohin? Nein, so will ich ihn eigentlich nicht machen. Oh, die Koppelstone sieht auch nicht schlecht aus. Grab den mal hier weg. Also hier einen weiteren großen Raum hinbauen. So, hier muss ich halt begrenzen. Weil hier nämlich schon das Außen da ist. Jetzt muss ich zubauen. Dafür muss ich auch noch welche machen. Erstmal Spitzhacken aufbrauchen gehen. Stein habe ich jetzt hier auch reichlich vorhanden. Weil hier ist nämlich nur Stein. Erstmal kann ich mir jetzt auch ein Bett craften, da ich nämlich 3 Wolle habe. Mit drei Wolle. Hier erstmal die Truhen. So hinstellen. Hier soll das ganze Lapis Lazuli rein. Hier soll das ganze Redstone rein. Das Eisen rein. Und das Gold, ah, das Gold ist gerade im Ofen drin. Und erstmal die Diamantrüstung. So kann man die jetzt ratzfatz anziehen und
Jetzt habe ich einen Diamantrüstung. Und ich wollte ja noch Bett craften. Ah, ich habe ja nicht genug Holz. Ich muss mal ein bisschen Holz holen. Zombie! So viele Schafe. Ich wurde braucht man aber gar nicht. Das ist irgendwie Creeper oder Zombie oder Skelett. Monstermäßiges unterwegs. Nein, ist gar nicht zu sein, aber. Die Axt ist halt sozusagen das zweite Schwert. Das hat den zweithöchsten Angriffsschaden. Hier ist 4 und hier ist 5 Angriffsschaden. Oh, ein Apfel springt da beim dritten Mal schon raus. So, haben wir jetzt mal zwei Bäume abgeholzt. Warte auf deren Setzlinge. Derweil kann ich hier ein paar weitere Schafe scheren gehen. Da steht mein Haus. Ich könnte vielleicht später noch mehr Wolle gebrauchen. Eins habe ich hier unendlich davon zur Verfügung. Weil die ja immer wieder grasen. Die fressen ja Gras und dann ist die Wolle wieder da. Da müssen wir schneller hier weggehen lassen. Die Kate aber schon von selber. Was ist dann, das war selber die Kate lässt, dann dauert relativ lange, aber jetzt ist das erstmal weg. Verrotten Fleisch brauche ich jetzt gar nicht. Das sieht auch hier aus. Eine tiefe Schlucht hier. So viele Monster sind hier gar nicht. Nur dieser eine Zombie, mehr nicht. Da ist jetzt Cobblestone, das sieht man natürlich. Das sieht nicht schlecht aus. Ich muss erstmal hier ein Bett herstellen. Ich habe ja noch keins. Also ein Bett macht man so mit. Geht so nicht. Hier kriegt man 6 Stufen. Mit 3 Wolle. So, ich erstmal schlafen. Die Sonne geht wieder auf und die Zombies und Skelette fangen an zu brennen. Die sind eigentlich hier kaum nicht, keine da. 6 Brot habe ich noch immer. Zack. Ich gehe erstmal noch Stein und Eisenspitzhacke aufbrauchen. Dann grabe ich hier die Kohle weg. Wie ich dann dauerhaft auf Diamantspitzhacken umsteigen kann. Und diese großen Freiräume muss ich dann auch irgendwie nutzen. Das ganze Kohle weggraben hier. Man kann es auch so einstellen, dass es sehr schwer ist, Stein zu finden am Anfang, indem man einfach alle Erze maximal stellt. Dazu zählen auch Erde, Kies, Granit und Diorit. Wenn man dieses alles auf maximal stellt, genauso auch die Kohle, Eisen, Gold, Diamant, Redstone und Lapislazuli, dann hat man sehr wenig Stein. Da muss man schon richtig nach Stein suchen gehen. Anstatt nach Diamanten sucht man dann nach Stein. Diamanten hat man dann im Überfluss. Eins, was ich anders zu meinem ersten Katzenmeister hier letztes Jahr gemacht habe, ist, dass hier die Erze untereinander sind und nicht durch nix. Und da sieht man Stein. Und nur ein Steinblock da drin. Da ist auch ein Steinblock. Oh. Aber viel hier abzubauen.
15 Minuten Aufnahmezeit und Steinspitzhacke kaputt, aber die Eisenspitzhacke. Ich mache hier noch einen Block weiter. Ein Glück, Effizienz und Haltbarkeit zusammen wäre das Beste. Behutsamkeit bringt eigentlich nicht viel. Hier ist Eisen, aber ich glaube, ich grab einfach das Gold mal hier weg. Um die Eisenspitzhacke aufzubrauchen. Das ist auch ein bisschen sinnvoll, dass die Spitzhacken aufzubrauchen. Dann schon wie Gold. Ich glaube, wenn man sowas in der echten Welt sehen würde, da würde ich zugreifen. Wenn man jetzt wirklich so viel Golderz hier sieht. Dauert nur. Eine Fackel, dann sieht ihr auch ein bisschen mehr. Immer noch nicht aufgebraucht. Dauert auch ganz schön. Ja, in der Tat nicht voll. Die Durability hat die noch 5. 2 Blöcke mehr. Und da muss noch 2 ab. Und Spitzhacke kaputt. Jetzt habe ich erstmal hier die Stein- und Eisenspitzhacke aufgebraucht. Auch kein, ja, ich habe auch keine mehr. Ich Kohle für die Steinspitzhacke aufgebraucht und da haben sie Gold abgebaut. Und ein bisschen Kohle und Gold abgebaut. Dann kann ich dann jetzt mal Booster China. Viele Quarten. Hier sind jetzt Goldbahnen. Zack, jetzt erstmal ein bisschen Gold reinschmeißen. Wo kommt wieder das Gold rein? Die wird schon lassen. Eisen und Gold kommt hier rein. Hier kommen Diamanten rein und Kohle. 2 Iron Ore, vielleicht sollte ich mir noch einen zweiten Ofen craften. Da lasse ich erstmal Goldbarren entstehen da. Brauche noch 4, dann bin ich bei 4 Goldbarren kann ich nämlich eine Truhe machen. Ich brauche noch eine. Nein, nicht eine Truhe, ich brauche das Stone. Damit ich mir eine Uhr machen kann. Eisen habe ich leider kein Glück genommen. Brauche ja auch noch 4. Ich brauche natürlich nochmal ein Redstone, was ich natürlich so lassen kann. Gott, geht aber auch schnell. Nee. Nuggets brauche ich nicht. Eine Uhr. Und ein Kompass. Der Kompass, der führt mir jetzt mal zum Spawnpunkt. Ich sollte erstmal hier das Wasser aufhalten. Es geht doch relativ einfach, das Wasser aufzuhalten. Zack, da geht das Wasser weg. Na, noch nicht ganz. Dann noch einen Umweg genommen. Also muss ich hier auch noch zu machen. Dann ist das Wasser ganz weg. Fünf Samen. Jetzt kann ich erstmal. Das eigene Wasser jetzt noch nicht rein. Was kann ich hier genau wegschmeißen? 2 Birkenholztrühen, die Eichenholzbretter brauche ich auch nicht. Kürbisse brauche ich nicht.
Wolle brauche ich nicht, Samen brauche ich nicht. Apfel, Karotten. Ich muss erstmal gucken, wie man. Ah, fast immer noch nicht. Ich glaube, ich könnte auch eigentlich anfangen, eine Schienenstrecke zu legen, aber das mache ich im nächsten Part. Bis dann und ciao.